Unter den Augen der Polizei treffen die ersten Brüggefans am Mittag in Hannover ein. Fast 3000 werden erwartet. Das sogenannte Vorglühen der Belgier soll sich vor einer irischen Kneipe abspielen, denn Anpfiff ist erst abends um 9. Die Gefahr? Die Stammkneipe der hannoverschen Ultras liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Oberstes Ziel der Polizei, ein Zusammentreffen unbedingt verhindern. Du siehst, guckst die Leute an, wenn das Hannoveraner sind, denen sagen, lieber nicht in die Richtung heute. Und wenn es Ultras sind, da besteht sowieso ein Lokalverbot für Stabinen. Ja? Rund 600 Beamte sind im Einsatz, damit alles friedlich bleibt. Einer davon, Hubertus Gleitze, er kennt die Szene seit Jahren, beobachtet, wo sich welche Gruppen sammeln und meldet neue Erkenntnisse an die Einsatzleitstelle. Wir gehen natürlich davon aus, je mehr das zum Spiel hingeht und je mehr der Alkoholspiegel steigt, wird es natürlich auch problematischer. 300 Meter weiter sammelt sich eine weitere Gruppe belgischer Fans. Alles sieht nach einem friedlichen Fußballfest aus. Noch. Muss die Polizei jetzt doch einschreiten? Das ist eben jetzt eine Abwägung. Wenn man die Täter rausholt, dann dürfte das kippen hier von der Stimmung her. Ja, ja, genau, ne? Müssen wir aber beobachten, weil jetzt auch Flaschen geworfen werden. Also das gibt jetzt im Augenblick. Wie lange zuschauen, wann eingreifen? Die wohl wichtigste Frage an diesem Nachmittag in der Polizeitaktik. Beim nächsten illegalen Böller ist die Grenze endgültig überschritten. Wir haben schon die ganze Zeit die Polizei hier rumlaufen sehen. Da haben wir schon sowas erwartet, aber... Ja, also ich hoffe, dass es relativ friedlich bleibt. Das hat dann mit Fußball nichts zu tun. Randalieren und durch die Scheibe, habe ich gehört, haben sie eingeschlagen. Was die Fans des FC Brügge hier ausgelassen feiern, ist eine Provokation in Richtung der 96-Anhänger. Sie ersetzen die Flagge von Hannover 96. Doch deren Anhänger, insbesondere die sogenannten Problemfans, lassen sich hier nicht blicken. Nirgendwo. Für die Polizei eine undurchsichtige Lage. Guckt mal in der Markthalle, ob da unsere Hooligans sich sind weg. Wie viele waren das denn? Ja, und ist auch keiner mehr dran, oder wie? Ja, es ist schon alles merkwürdig. Das ist alles sehr merkwürdig, ne? Hubertus Gleitze sucht die Innenstadt ab. Wo sind die gewaltbereiten 96-Fans? Sammeln sie sich irgendwo? Zur selben Zeit eine Nachricht aus der Einsatzleitstelle. Hooligans aus Belgien sammeln sich im Rotlichtviertel, dem Steintor. Innerhalb von Minuten rücken Hundertschaften der Polizei an. Angeblich wollen sich hier die verfeindeten Fangruppen zu einer Massenschlägerei verabreden. Es gab Hinweise, die sich auf diese Örtlichkeiten hier auch auf diese Örtlichkeit konzentriert haben. Und deshalb haben wir hier ein bisschen Kräfte zusammengezogen. Und es sieht so aus, dass wir quasi das, was beabsichtigt war, scheinbar verhindert haben. Trotz des massiven Polizeiaufgebots spitzt sich die Lage am Abend weiter zu. Was auf diesen Bildern zu erahnen ist, bestätigt sich vor wenigen Minuten. Es kommt zu Ausschreitungen, Zahlen über Verletzte gibt es noch nicht. Die Polizei geht davon aus, dass es eine lange Nacht in Hannover wird.